Willkommen zurück zu Let's Achieve, nicht Let's Play, wollte ich schon fast sagen. Ich weiß nicht, was ich im letzten Part gesagt habe. Honeypoo. Ja, im letzten Part haben wir Tiffany und Aiko erfolgreich zum ersten Mal gedatet. Und jetzt wollen wir weitermachen. Hier ist eine unbekannte Person, die jetzt noch links stand und ihr den Badeanzug gegeben hat. Oder eher gesagt Bikini. Ja, ist weggegangen, sie will ihn nicht anhaben und wir sollen schnell etwas sagen, bevor sie ihn wieder auszieht. Hey, wait up, Dayum girl, is it hot out here or is it just you? Excuse me, but if I don't stop you now, I'm going to regret it forever. ja. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich das letzte Mal genommen habe, aber... Ich glaube, das oben habe ich genommen. Aber was ich so nehmen würde, weiß ich nicht. Wenn ich irgendwas schnell sagen soll, dann kommt dabei nichts Gutes raus. Aber auf keinen Fall irgendwas hiervon. Ansonsten würde ich mich eher dafür entscheiden. Oh, jeez. Hi, sorry. I'm so embarrassed right now. My friend made me put this stupid thing on. Sorry. One second. Let me go change. Your friend has a good taste. That bikini was a destiny for you. What's the rush? I was kinda hoping you would leave it on. Oh, what? The bikini? I hadn't even noticed. Ich würde das oben nehmen. Really? No. You think so? I don't know. It's a little revealing, don't you think? I don't want people to think I'm like that, you know? Oh, you're not like that? Never mind then. Hey, if you've got flaunted. Like what? Adorable? Too late. Oder for das. Shut up. You know what I mean. Well, I guess it's not that bad. I mean, if you're really saying you like it. Oh, and... Hi. The person inside of the bikini you're talking to? Her name is Belly. Belly! Ja. Da wollen wir doch mal sehen. Romance ist ihr wichtig, Flirten nicht so. Und ja, Exercise war gemeint Yoga. Ja, sie ist von Beruf. Was war denn das nochmal? Ich glaube sogar Yoga-Trainerin. Hat halt als Hobby halt auch Yoga. Alter, weiß ich nicht mehr. Irgendwie etwas über 20. Irgendwas über 20 auf jeden Fall. Die ganzen Last Names weiß ich auch nicht so wirklich mehr. Aber ja, mal gucken. Können wir irgendwas kaufen? Yoga-Gürtel, natürlich. Why not? This is exactly what I was looking for. Freut mich. You've read my mind. Das freut mich. Inventar. Ein Affe! Oh, für je mehr Broken Hearts auf dem Feld bekommen wir Affection. 2%. Keine Ahnung, wie viel das wirklich ist, aber ja, mal gucken. So, habe ich sonst noch irgendwas vergessen, weil ich mache immer viel zu viel, wenn ich halt eigentlich selbst spiele, aber ich muss ja achten darauf, dass ich die Achievements einhalte. Kein Date failen, nicht reden, nicht alkoholische Getränke geben und nichts upgraden. Das ist das, was ich machen muss. Das heißt einfach jetzt. Well, I don't think I have anything going on. Alright, let's go out. Ice Rink. Schlittschuhfahren. Myself falling on my butt. Kann passieren, schwierig wird's jetzt 122, es wird immer mehr. Flirt war nicht so ihr, ist ja gut. Gerade echt schade, dass da hier so viel dran sind, ne? Oh my. Excellent. Ja, hier ist doch... Nein, das war beinahe viel zu schnell regiert, dann würden die ja aufeinander fallen. Das wäre auch nicht so schön.
Romance ist das, was sie will. Dann soll sie Romance bekommen. Ah, mich nervt dieses Style hier. Mal gucken, ob ich es voll bekomme, dass die Sentimental Tokens verschwinden. Wieder mal nicht drauf geachtet. Ich hasse sowas. Na gut. Jetzt wird es, glaube ich, noch nicht kritisch. Wobei, es wird ein bisschen kritisch, merke ich gerade. Ach du Heilige. Ihr nervt. Ihr Tokens nervt heftig. Oh, hier fehlt was zwischen, aber ich hab's. Ach, 5 Züge nur noch, das kotzt irgendwie. Ihr merkt schon, dass man mehr Punkte bekommt, wenn man mehr Faction hat. Passion Level meine ich. So mit 6, was können wir eigentlich mit 6 überhaupt nehmen? Broken Hearts into Hearts. Drive Faction Tokens to Power Tokens. Keine Ahnung. Das würde ich doch schon eher nehmen. Aber erstmal gucken. Faction würde ich jetzt nicht unbedingt weiter steigern wollen. Kommt es mir nur so vor, oder wird die Musik lauter? Nein, das ist auch keine gute Idee. Das schon eher. Ich kann meine Züge auch gerade nicht steuern. Ich stelle mich gerade irgendwie voll doof an. Es ist auch einfach und schwieriger als irgendein Alpha-Mode. Ich muss gerade wirklich sagen, ich stelle mich doof an. Aber abgrundtief. Immerhin geschafft. Dating Gifts benutze ich eigentlich nur, wenn es drauf ankommt, wenn es nötig ist. Ansonsten halt, wenn ich... Wenn ich genau die habe, die so eine Combo macht wie in meinem jetzigen Spielstand, dann halt die, wenn das Feld es ergibt. Aber was ich bekomme, kann ich halt nicht sagen. So. Kaufen können wir auch nichts mehr. Weiter. I hope to see you soon. Hey Lola. Oh, you bitch. You didn't tell me you were back in town. Hey lover. Just got in a couple days ago. Missed you. Excuses. You know you're supposed to check in with me as soon as you hit the ground. Of course. What was I thinking? I'm sorry, honey. Won't happen again. That's more like it. How have you been, my darling? Staying out of trouble? Well, I try, but trouble has a hard time staying out of me. So I take it work is good? Never better, but enough about me. What's going on, girl? Any new mischief to share? Ugh, where do I start? Hold that thought. Have a seat. I'm gonna go grab you a drink. I want to hear all about it. I'd love to. But... Yeah, I've got an early day tomorrow. I just stopped in for a second. Ugh, come on. You're not going to make me sit here and drink all by myself, are you? Rain check. I'll call you later this week. Girls' night out all the way. Yeah. Get out of here already. Love you, baby. Mwah. Ooh, MILF alert. Looks like a total cougar, too. I don't think you realize the gravity of the situation here. This is what separates the men from the boys. You've got to be aggressive. That nice guy shit isn't gonna cut it. Okay, wir sollen echt reinhauen. Irgendwas habe ich, glaube ich, noch gerade in Gedanken gehabt, was ich sagen wollte. Glaube ich vergessen. Gut. Okay, that is a supremely nice set of tits. 10 out of 10. How much?
Hey, beautiful, I can't seem take my eyes off you. Das ist, glaube ich, nice guy shit. Also wenn, dann das hier. Aren't they? What can I say? I'm blessed. I don't believe I've had the pleasure of meeting you. The cute ones are always hiding. Hun, do me a favor and help me out with my empty glass. Pretty please. What are you having? What's in it for me? Coming right up. Now this is a man who knows how to treat a lady. How many drinks does it take to get underneath that shirt? Actually, why don't we get out of here? What should we do about the fact that we're desperately attracted to each other? Was ich gerade nehmen würde davon, keine Ahnung. Also mit ihr bin ich so persönlich vom Charakter nicht so. Was würde ich jetzt nehmen? Das hier wäre schon, aber irgendwie, denke ich mal, ich mach das hier wegen Hard Top Chili. Only one way to find out, huh? You haven't even asked my name yet. I'm more than just a pretty face, you know. Most gentlemen your age know me as Misty. But you can call me Jessie. You should feel honored. I only share that secret with people I like. Oh, jetzt schon. Okay. Ich glaube, die war von allen die älteste. 40er Bereich oder so. Merkt man die aber, glaube ich, nicht an. Baking, Sexuality und Romance. Alles klar. Mal gucken, was können wir kaufen? Nichts, was Herzen hat, also. Machen wir einfach mal das. Baby, I love it when you buy me new things. You knew just what to get me, didn't you? Durch Geschenke und so weiter bekommt man halt Honey dazu. Wenn sie angetrunken sind, bekommt man mehr Honey. Auch durch Reden und halt diese Gifts, die dann das hier erhöhen. Ist wahrscheinlich auch das, was man denn hier erhöht, wenn man kauft. Also könnten wir theoretisch das hier auch kaufen, aber jetzt ist es schon zu spät. Ich weiß nicht, ob das dann halt wirklich darauf noch abgeht. Aber gut. Yes, I will. It's the least I can do. Ja. Genau. Wow. Alright. I'm soaked already. Ich weiß nämlich jetzt, was ich sagen wollte. Ihr könnt mir ja im Laufe des Spiels sagen, mit welcher ihr dann halt am ehesten machen würdet. Das hört sich jetzt komplett falsch an, aber eigentlich ist es auch so. Ja gut, Flirt könnten wir nehmen, das ist gut. Das passt, schon mal Sentimental gesammelt. Das ist nicht so ihr Ding, also lassen wir es mal. Da kam jetzt kein Viererkloß raus. So geht das doch nicht. Irgendwie wusste ich, dass sowas kommt. Okay. Können wir daraus kein Vierer machen? Uiuiui. Irgendwie will ich gerade die hier zu einem Fünfer machen. Wird aber schwerer, als ich es wollen würde. Ich verwechsel meistens immer die zwei hier. Das ist etwas komisch. Aber ich tu's. Und jetzt passt das nicht mehr. Schade. Ja gut, jetzt kriegen wir noch nicht mal einen Vierer zusammen. Aber passt schon. So, das Ganze hätte ich gerne einen weiter tiefer. Geht aber jetzt nicht, wenn ich das hier mache. Doch.
Nicht ganz, weil ich eine Sache wieder ausgeblendet habe, aber bleh. Egal. Gut, Sexuality. I love this. Bringt schon echt viel. Wir sind immer noch auf Level 2 Passion, aber das... Es wird noch schwerer, als man denkt jetzt auf einfach das zu schaffen. Mit den Achievements, weil ich darf mir ja nichts upgraden. Das wird sehr toll. Och man, komm schon da oben. Musste das sein? Und sowas kommt später sau selten, dass man eine Sache macht und dann klong, klong, klong. Noch nicht mal einmal klong. I can tell you have some experience with this. And I like an experienced man. Und das dann mit 20 Zügen wird etwas viel mit 9000 Punkten. Aber gut, da sind wir ja noch nicht. Alles klar. Neue Outfits und so weiter. Aber wir sind jetzt in der Nacht mit Loda. Kisses. Die wollte ja eigentlich jetzt was anderes machen. Sie ist jetzt eigentlich nur abgehauen vor ihr. So was macht man doch nicht. Excuse me, miss. Yeah? I've been here for a while now. I'm still waiting to be helped. Oh, yeah. So my shift just ended. I'm pretty much out the door already. I think someone else should be in any minute. I'm just looking to get a cappuccino. It only takes a second. I mean, it's more than a second, so... Are you serious? I should have left over 15 minutes ago, okay? I'm done. Wow. Okay. I love me some chocolate. I'll have a tall glass of whatever she's serving. Know what I'm saying? Let's see. Considering what just went down, she's probably a little pissed off. Try to get on her good side. Open with something safe, like something she probably wants to hear. Immer diese Sprüche. Customer service these days. Somebody woke up on the wrong side of the bed today. Ridiculous. Do you want me to talk to the manager? Das würde ich eher sagen. I know, right? It's ridiculous. I mean, really, is a cup of coffee so much to ask? So sorry to inconvenience you. Have you been waiting here long too? I've only been waiting for a chance to talk with you. Yeah, but it's okay because I've had you to admire while I wait. I can't remember when I look at you time stand still. Ich würde das nehmen. Is that the case? I'm glad I could be of service. I have to give you credit though. That's pretty brave. You don't hear that often enough. Is that your technique? Hitting on girls at the coffee shop? Is it working? Only if they're cute as you are. I just do whatever the magic fairy that follows me around tells me. Also, eigentlich würde ich das da nehmen. Ansonsten, is it working? Aber ich klicke mal da auf. Okay, now that one I know I've never heard before. I'll tell you what, Big Shot. You caught me in a good mood. I normally don't give in so easily, so consider yourself lucky. My name is Lola. Pleasure. If I can get my cap sometime in the next year, maybe we can sit down. I want to hear more about how attractive I am. Jo, dann wollen wir doch mal sehen. Nein, nicht Belly. Lola. Romance und nicht wirklich Talent und halt Sports und so Sachen. Ja, dann wollen wir doch mal kaufen. Nehmen wir das einfach mal. Ja, wie schön, dass wir nichts mehr haben. Na ja, gut, dann hier. Are you sure? This is amazing. Und ihr seht, man würde jetzt, wenn man redet, so viel bekommen, aber gut. Okay, sounds great. Dürfen wir ja nicht. Ich weiß nicht, was das maximalste Gold ist. Glaube ich, wie maximalstes Honey. This is so relaxing. Jab me if I start to doze off. 99.999. Aber gut.
Uiuiui. Romance ist das, was sie mag. Das würde ich doch eigentlich ja noch hinschieben, aber passt gerade so gut. Bevor ich es mir wieder verbaue. Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass da kein Sentimental Token runterkommt. Genau hier an diese Stelle. Da bin ich gearscht. Tendet man nicht zu ihr, sehr gut. Dann gibt es keinen Grund, das nicht zu machen. Das ist scheiße. Hätte ich genügend Sentimental, könnte ich ja was anderes machen, aber jetzt so ist das scheiße. Ah. Ja, gut. Wir haben hier unten kein Rot, das ist auch kacke. Wir können keine Vierer machen, das ist... Nee. Das dauert immer so lange. Immer kriegt man einen Zug. Aber ihr seht, wie lange es sich zieht, wenn man das Einzel machen muss und dann 9000 Punkte. Das ist nicht so ihr, ist aber scheiß drauf. Immer noch kein Level 3, Alter. Das dauert. Jetzt habe ich mir da oben wieder was verbaut. Jo. Noch läuft. Noch läuft. Relativ. 3 Passion Level, 10 Needed, ja. Uns ist sicher nicht mehr damit anzufangen. Das ist ärgerlich. Das war jetzt echt ärgerlich. Mal gucken, kann ich jetzt irgendwie die Joy Tokens zusammenbringen? Damit ich 4 habe, sieht nicht danach aus. Ja, das bringt mir auch nicht viel. Jetzt hätte ich eben wenigstens einen Joy-Token benutzen können. Ich glaube, hier fängt's schon an. Jetzt kommt mein erster Fail wegen den Scheißherzen. Das ist echt scheiße. Oder auch nicht. Wer weiß. Hier kann immer noch sehr, sehr viel passieren, bevor es wirklich zu Ende ist. Oh. Romance. Ich hatte wieder die Grünen eigentlich im Kopf. Aber gut. Na, kommt gerade nicht viel Romance. Das ist auch doof. Ah, jetzt sehen wir doch schon mehr. Joy Tokens können wir auch noch nicht richtig verwenden. Sei es drum. 2 Züge. Kann ja was werden. So landet der Joy Token auch ganz unten. Muss man echt manchmal überlegen. Ich sehe, glaube ich, gerade wieder nicht, was ich machen könnte. Das Spiel zeigt ja auch nicht an, was du hättest machen können. Das musst du oder man selbst eigentlich schon komplett alleine machen. Geht doch. Und Level 4 ist unser Maximum. Gut zu wissen. I haven't enjoyed myself like that in a while. Kommt es mir nur so vor oder gibt es jetzt pro Tag mehrere Zeiten oder die vergehen weniger? Weil normalerweise war es immer so Morning, Evening, Afternoon, Evening und Night.
Na gut, mehr dürfen wir nicht machen. Weil wir haben jetzt schon 5. Have a good evening. Ist mehr als gewohnt. Audrey, can we leave now? Calm down, Nick. We just got here. Just got here? We've been here for at least an hour. Don't be such a downer. Loosen up a little. I'll buy you a drink. What do you want? I don't want anything. I'm not even old enough to drink. I don't care. Okay. Oh my god. Why do you do this every fucking time? Can't you just like chill out for once? I don't know. Have fun? This isn't fun. Everybody here is a complete douchebag. I told you I didn't want to come here and you dragged me anyway. Just like last time. Because you can't just sit in your room all day! You need to fucking exist or something! I don't sit in my room all day. Whatever! Go! Leave! Bye! Oh shit! I was afraid we might run into one of these. Doesn't look like she's a big fan of people. But your weirdness might actually pay off here. I never thought I'd say this to you, but just be yourself? Das ist sehr gut. Aber Leute, wir sind und wir selbst im nächsten Part. Bis dann, viel Spaß und tschüss.